Ja, wir haben lange darauf gewartet, dass das Regierungsterminal eröffnet werden kann. Und es ist schon großartig zu sehen, dass was lange währt, auch endlich gut wird. Wir werden den militärischen Teil des Flughafens Tegel für die Hubschrauber noch einige Zeit nutzen. Aber für den Empfang von Staatsgästen ist jetzt hier in Schönefeld alles bereitet. Wir können als Bundeswehr natürlich noch etwas mehr, als wir jetzt gerade morgens um 3 Uhr zeigen können oder wollen. Natürlich können hier Regierungsgäste auch mit militärischen Ehren empfangen werden. Deswegen ist es auch sinnvoll, das hier am Flughafen Schönefeld mit anzusiedeln. Und wir werden jetzt alles daran setzen, das, was noch zu tun ist, auch zügig voranzutreiben, denn es stehen noch nicht alle Gebäude. Wir sind noch nicht in der Lage, die Flugbereitschaft von Köln-Bonn komplett hierher zu verlegen. Aber das ist natürlich das Ziel. Der Flug war exzellent. Ich habe die Gelegenheit gehabt, zum ersten Mal mit der neuen Global 6000 zu fliegen. Das ist schon ausgesprochen angenehm, aber man darf auch sagen, in Corona-Zeiten sind Linienflüge auch schwierig. Ich komme aus der Sahelzone und hatte die Gelegenheit, jetzt an 3 Tagen in 3 Staaten zu sein, auch von 3 Präsidenten empfangen zu werden, in Mali, in Burkina Faso und in Mauretanien. Ich hatte leider keine Gelegenheit, unsere Truppen direkt in Gao oder in Kulikoro zu besuchen. Das ist auch der Corona-Lage geschuldet, denn alle Soldaten gehen 2 Wochen in Isolation und da kann ich nicht als Staatssekretär einfach ohne diese Auflagen mal eben vorbeischauen. Ich habe aber doch die Chance genutzt, mit unseren Kontingentführern zu sprechen und mir ein bisschen Eindruck verschafft, wie die Lage ist. Und wir werden auch im Nachhinein nach meiner Ankunft hier nochmal Kontakt aufnehmen, um ein kleines Debriefing zu geben über das, was ich mit den Repräsentanten der Staaten besprochen habe. Das war sehr ausführlich. Ich hätte keine weiteren Fragen. Vielen Dank.